Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin heute im Partnerlook mit der Landschaft draußen, denn momentan schneit es einfach bei uns. Finde ich richtig krass und freue mich auch voll. Obwohl ich auch sagen muss, dass es für mich ein bisschen zu kalt ist, aber das ist auch mal ein anderes Thema. Also heute geht es nicht um den Winter, sondern heute geht es mal wieder, wie eigentlich jede Woche, um das Thema Schule, Lernen und besser lernen vor allem. Letzte Woche habe ich ja ein Video gemacht zum Thema Mathe. Habe ich da erklärt, wie ich immer für Mathe lerne oder wie ich im Unterricht aufpasse und mitmache, um eben auch mal eine sehr gute Note zu erreichen. Und heute kommt das Gleiche für Englisch. Als Hintergrundwissen, ich bin im Englisch-Leistungskurs und war vorher auch in der englischen bilingualen Klasse, was bedeutet, dass ich immer einen Fokus auf Englisch hatte und sozusagen immer eine Stunde mehr Englisch hatte als die anderen und auch zum Beispiel das Fach Wirtschaft auf Englisch unterrichtet bekommen habe. Natürlich musste ich deswegen auch immer gut in Englisch sein, hatte immer so ein bisschen Leistungsdruck auf jeden Fall schon und habe deswegen heute auch sehr viele Tipps, die euch hoffentlich auch helfen. Also viel Spaß bei dem Video. Ich werde das Ganze in drei Kategorien aufteilen. Und zwar einmal die Kategorie Klausur. Also was kann man jetzt genau für oder vor einer Klausur machen, um eine gute Note zu erreichen? Dann was kann man im Unterricht machen, um dort Dinge besser zu verstehen, besser Englisch zu lernen? Und dann drittens, was kann man so zu Hause in seiner Freizeit machen, um generell einfach besser Englisch sprechen zu können? Meine Haare sind irgendwie so voluminös, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Seht ihr bitte, wie komisch das aussieht? Ja. Auf jeden Fall werden die Tipps immer besser zum Ende hin, deswegen bleibt gerne dran, um dann auch die besten Tipps am Ende noch anzuhören. Jetzt viel Spaß beim Video. Let's go! Fangen wir an mit der Englischklausur erstmal. Und zwar bin ich, wie gesagt, auch im Leistungskurs und habe dort jetzt November meine erste Klausur geschrieben, in der ich 15 Punkte habe. Das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, weil ich habe letztens ein TikTok gepostet, wo ich meine Noten gezeigt habe. Und dann haben so viele Leute darunter geschrieben, dass ich das nur zeige, um anzugeben. Und ganz kurz meine Aufklärung. Ich sage meine Noten euch hier in diesem Video oder in den Videos nur, damit ich euch zeige, dass meine Tipps wirklich klappen, dass sie funktionieren, dass ich euch nicht irgendwas vom Pferd erzähle, sondern dass es halt wirklich stimmt und nicht um anzugeben. Also bitte denkt nicht, dass ich damit nur angeben möchte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Okay, also, wie habe ich es geschafft, 15 Punkte zu erreichen? Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch vorher so useful phrases zu überlegen. Das heißt, wenn ihr schon wisst, okay, ich muss einen Text schreiben, also eigentlich fast in jeder Klausur muss man einen Text schreiben, könnt ihr ja schon überlegen, wahrscheinlich wird es so eine Erörterung oder so und dann kann ich mir schon vorher useful phrases aufschreiben, die ich auf jeden Fall benutzen werde. Beispielsweise kann man immer so Wörter wie hence, despite that, moreover, also, on the one hand, on the other hand und sowas alles. Das gleiche würde ich auch genau für Deutsch empfehlen, also einfach generell schon so gute Sätze, die man immer einbauen kann oder so Konnektoren einfach schon vorher auswendig lernen, sich schon überlegen, damit man die einfach sofort im Kopf hat, wenn man dann den Text auch schreiben muss. Mein zweiter Tipp ist dann schon die Textsorten rauszusuchen, die man dann schreiben muss und diese vorher mal einmal zu üben oder zumindest einmal durchzugehen. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich eigentlich von der Klausur zu faul bin, nochmal alle Texte dann zu schreiben und zu gucken, ob ich das kann, sondern mache es einfach eher so, dass ich mir nochmal die Textsorten angucke, sagen wir jetzt mal eine Summary und dann mir durchlese, okay, was muss ich für eine Summary überhaupt machen. Also was muss ich da machen, was muss ich beachten und das lese ich mir nochmal kurz durch. Falls ihr natürlich auch noch extra gut sein wollt, könnt ihr nochmal versuchen, eine Summary dann auch direkt zu schreiben und vielleicht gebt ihr sie nochmal eurem Lehrer, um nochmal drüber zu lesen, aber das wäre natürlich nochmal so eine extra Sache, die ihr noch machen könnt. Ich persönlich mache es auf jeden Fall so, dass ich mir die Textsorten raussuche, dann die bestimmten Merkmale und dann einfach die Dinge, die ich mich erinnern muss, wichtige Dinge und so raussuche und mir versuche, diese dann einzuprägen und zu merken für die Klausur. Der dritte Tipp ist dann, sich auch schon eine Einleitung zu überlegen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel letztens eine Klausur geschrieben über einen Roman, über ein Buch und ich wusste halt, da kommt auf jeden Fall was über dieses Buch rein, weil das war sozusagen die Klausur. Und dann wusste ich halt, okay, da kann ich mir schon so einen Satz überlegen, wie zum Beispiel das Buch bla 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 geschrieben von bla 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 veröffentlicht am bla 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 handelt von denen, die das und das machen und sowas. Und das kann man halt auch wieder für jede Textsorte machen. Oder wenn man weiß, man muss eine Erörterung schreiben zu dem Thema Gleichberechtigung von Frauen und Männern oder so, habe ich nämlich letztens gemacht und dann wusste ich schon, okay, wenn das jetzt rankommt, dann ist es vielleicht gut, einen Bezug zu heute zu haben. Dann dachte ich mir, okay, ein Bezug zu heute wäre zum Beispiel der Koalitionsvertrag, der neue. Und dann weiß ich schon, okay, dann kann ich jetzt sowas schreiben. Also überlege ich mir jetzt schon mal einen guten Bezug oder einen guten Einleitungssatz, den ich dann auch verwenden kann. Da spare ich einfach extrem viel Zeit und auch vor allem viel Stress in der Arbeit. Denn in der Klausur ist ja manchmal so, dass man dann sitzt und sich denkt, okay, über was soll ich jetzt schreiben, wie ist meine Einleitung, wie kann ich irgendwie Bezug nehmen, irgendwie ein Zitat oder so. Wenn man das einfach schon vorher weiß, hat man schon gewonnen.
hat man schon auf jeden Fall einen Vorteil. Jetzt, was machen wir im Unterricht, um besser Englisch zu lernen? Der erste Tipp, den ich euch geben kann, ist wirklich, dass die Mitarbeit so super wichtig ist, was ich selbst öfter mal vernachlässige leider. Aber wirklich zuhören, mitarbeiten, gibt schon dem Lehrer direkt eine gute Impression von dir. Und natürlich lernst du auch sofort was. Zudem würde ich dir auch empfehlen, direkt mal neue Vokabeln oder Sätze aufzuschreiben, die du vorher noch nicht wusstest. Vor allem, wenn es Wörter sind, die auch zu deinem Thema passen, wo du auch weißt, sie wahrscheinlich auch irgendwie relevant sein können für die Klausur oder fürs Abi oder für irgendwelche Tests, die du schreibst. Sonst natürlich ganz die elementaren Sachen, wie zum Beispiel Hausaufgaben machen, Materialien dabei haben, sich melden, wenn man was weiß und vor allem auch sich trauen, sich zu melden. Das kenne ich so gut, dass man sich manchmal denkt, so meine Pronunciation ist nicht so gut oder ich weiß nicht hundertprozentig, soll ich mich jetzt wirklich melden? Und die Antwort ist ja, melde dich einfach. Es ist jetzt leichter gesagt als getan, ich weiß das. Und ich habe auch schon ein Video gemacht zum Thema mündliche Mitarbeit und habe euch da erklärt, was auch einige Tipps von mir wären, falls euch das noch interessiert. Okay, jetzt wissen wir, was wir vor der Klausur machen, was wir im Unterricht machen. Was machen wir denn jetzt noch so oder was können wir noch zu Hause machen, um unser Englisch zu verbessern? Ich glaube halt, ich habe wirklich die meisten meiner Englischkenntnisse von zu Hause erlangt und nicht im Englischunterricht, to be honest. Und so, was mir sehr geholfen hat, ist einfach generell sehr viel auf Englisch zu konsumieren. Wenn man etwas konsumiert, also halt zum Beispiel jetzt YouTube-Videos gucke ich meistens auf Englisch oder Netflix auf Englisch oder TikToks logischerweise auf Englisch eigentlich. Und meine Eltern wollten auch schon ganz froh, dass ich immer TV-Serien auf Englisch gucke. Und zum Beispiel dann, wenn ich irgendwie eine Disney-Serie geguckt habe, wollten sie immer, dass ich das auf Englisch direkt gucke, damit ich es einfach so lernen kann. Und das war auch wirklich sehr hilfreich, also ich kann es auch nur empfehlen. Der zweite Punkt ist dann, mit deinen Freunden auf Englisch zu reden. Ich weiß, dass es sehr weird sein kann, mit so deutschen Freunden auf Englisch zu reden. Deswegen möchte ich dir, glaube ich, eher empfehlen, versuchen, internationale Freundschaften zu knüpfen. Das geht ja heutzutage wirklich super einfach durch Social Media. Also da kann man eigentlich auf TikTok, auf Instagram, vielleicht sogar bei YouTube so einfach Leute finden, die halt nicht deine Native Language, also nicht Deutsch sprechen, und mit denen du einfach auf Englisch kommunizieren musst. Das ist wirklich total einfach heutzutage. Zum Beispiel rede ich auch mit meinem Accountability Buddy auf Englisch und das hat mir wirklich auch sehr geholfen, weil wir uns halt, ja, logischerweise jeden Tag schreiben und jeden Tag irgendwie miteinander reden, kommunizieren müssen. Und wenn das einfach immer auf Englisch ist, dann bin ich sozusagen gezwungen dazu, Englisch halt besser zu sprechen, weil er ja auch Native Speaker ist. Dementsprechend lerne ich auch sehr viel von ihm. Irgendwie so bestimmte Redewendungen oder Wortformulierungen oder so. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Falls es aber keine Möglichkeit für euch ist, würde ich euch einfach empfehlen, mit euch selbst auf Englisch zu reden. Das müsst ihr auch gar nicht mündlich machen, sondern ihr könnt auch einfach Tagebuch auf Englisch schreiben zum Beispiel. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie sogar lieber Englisch Tagebuch schreiben als Deutsch, weil sie sich dann irgendwie von ihren Gefühlen so ein bisschen distanzieren können und das dann irgendwie einfacher ausdrucken können. Ja, vielleicht ist es bei euch ja auch so. Es wäre so ein Tipp. Falls du dich jetzt auch noch für Mathe-Tipps interessierst, kannst du sehr gerne mal bei diesem Video vorbeigucken, wo ich meine Tipps für die Mathe 1 Plus mit euch geteilt habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, für welches Fach ihr noch Tipps haben wollt von mir oder ja, was ich euch noch so wünsche. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Tschüss!